So Leute, herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander von Lambert und heute mal ein... Also ich habe das Video jetzt dazwischen geschoben, ich habe heute schon ein Video gemacht. Aber es gab halt Kommentare über ein bestimmtes Video, was ich letztes Jahr gemacht habe, bezüglich BWL. Und da ging das halt um Vorsteuer und Umsatzsteuer. Und deswegen möchte ich ein kleines Video hier mit reinschieben und zwar... Es gibt insgesamt drei Fragestellungen und die erste Fragestellung machen wir heute, beziehungsweise in diesem Video. Das heißt, was ist mit Vorumsatz und Vorsteuer gemeint? Nun, beim Vorumsatz ist es ja so, wenn ein Unternehmen agieren möchte, muss es entsprechend einen Einkauf tätigen oder eine Dienstleistung in Anspruch nehmen von einem anderen Unternehmen, woraufhin sie einen Vorumsatz generiert bei dem anderen. Und die Vorsteuer, das ist das, was separat, also entsprechend angewiesen wird. Auf der Rechnung steht dann Umsatzsteuer, aber wir müssen bedenken, was für den Lieferanten, was für uns die Vorsteuer ist, ist für den Lieferanten die Umsatzsteuer. Das ist einfach nur zur Vereinfachung, damit wir entsprechend keine, wie soll ich sagen, also damit wir entsprechend wissen, wo wir einkaufen, wo wir verkaufen. Deswegen, Vorumsatz und Vorsteuer ist damit gemeint, wir kaufen, wir nehmen eine Dienstleistung in Anspruch, bevor wir überhaupt unsere Dienstleistung oder bevor wir unsere Waren an andere Kunden verkaufen, nehmen wir das in Anspruch, kaufen Waren oder nehmen eine Dienstleistung in Anspruch. Dafür bezahlen wir entsprechend Vorumsatz bzw. Vorsteuer. Und diese Vorsteuer ist dann explizit nochmal auf der Rechnung unter Umsatzsteuer angegeben. Was die Vorsteuer weiterhin für uns von Bedeutung ist, werden wir im nächsten Video erfahren. Das war's, auf Wiedersehen.